Okay. Jemand, der da ist heute, der müde ist, vom stressigen Alltag Urlaub bräuchte? Jemand da? Oder kommt ihr alle aus dem Urlaub? Nee. Ich selber bin erst vor kurzem vom Urlaub zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben Sonnenbrand bekommen. Ne? Also ganz wichtiger Fakt von mir, 33, aus Burma und kann Sonnenbrand bekommen. Ja? Merkt man nicht, aber tatsächlich habe ich zum zweiten Mal Sonnenbrand bekommen. Und im Urlaub habe ich eine Sache festgestellt, oder beziehungsweise auf dem Weg zum Urlaub habe ich eine Sache festgestellt. Weil wenn wir in den Urlaub fahren, dann ist es meistens sehr, sehr stressig. Weil ich habe 3 Kids, also 2 Kleinkinder und ein Baby. Und die Autofahrt fühlt sich ohnehin schon noch länger an, als sie schon ist. Ja. Und wir versuchen immer, die Autofahrtszeit zu überbrücken, indem wir unsere Kinder ablenken oder mit ihnen Spiele spielen. Und ein Spiel, was wir mit ihnen spielen, ganz oft ist es, ihr kennt, glaube ich, dieses Spiel, oder die meisten von uns kennen dieses Spiel, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ja, kennt ihr. Und wir spielen so lange das Spiel mit ihnen, bis sie hoffentlich einschlafen oder gar keinen Bock mehr drauf haben. Ja? Und wir waren auf dem Weg zum Urlaub, sind 7-8 Stunden im Auto gewesen, haben das Spiel mit ihnen gespielt. Und eine Sache habe ich festgestellt, und das habe ich mir mal aufgeschrieben, ja? Nicht während der Fahrt. Aber ich habe mir das mal aufgeschrieben, und das, was ich festgestellt habe, ist, Moment, das, was ich festgestellt habe, ist, dass das Leben wie eine lange Autofahrt ist. Wir kennen nicht immer die genaue Strecke und wissen oft nicht, was als nächstes auf uns zukommt. Unterwegs erleben wir wunderschöne Landschaften und sonnige Tage, aber auch dunkle Gewitter und stürmische Zeiten. Der Verkehr auf dieser Lebensstraße kann herausfordernd und manchmal sogar sehr gefährlich werden. Und es gibt Momente, in denen wir müde uns fühlen und am liebsten anhalten würden. Und dennoch bleiben wir auf dieser Straße des Lebens, weil wir ein Ziel vor Augen haben und dieses Ziel uns dazu antreibt, weiterzufahren. Und schließlich erreichen wir dieses Ziel, und all die Strapazen der Fahrt und all die ganzen Anstrengungen scheinen irgendwie vergessen zu sein, weil das Ziel es so lohnenswert macht. Ja? Und die schönen auf unserer Reise machen wir gelegentlich mal Pausen, tanken auf und sammeln neue Kraft, um auf dem Weg fortzufahren. Und am Ende bleibt nicht die Länge, die Schwierigkeit, der ganze Stress, was da hängen bleibt, sondern dieser schöne Moment, dass wir unser Ziel erreicht haben und die Gewissheit, dass jede Etappe uns ein Stück eigentlich uns näher zum Ziel gebracht hat. Das Leben ist wie eine lange Autofahrt. Und wenn wir bei dem Bild bleiben, dass das Leben wie eine lange Autofahrt ist, dann stellt sich für mich die Frage, welches Spiel mein himmlischer Vater mit mir als sein Sohn, als sein Kind spielen würde. Gott würde nicht nur ein Spiel mit mir spielen, um mich zu unterhalten, damit die Zeit irgendwie vielleicht schneller vorbeigeht, sondern er würde vermutlich ein Spiel mit mir, mit seinen Kindern, der himmlische Vater, unser Gott, würde auf dieser Reise, auf dieser Fahrt des Lebens ein Spiel mit uns spielen, was uns etwas Wertvolles mitgeben würde auf dieser Reise. Etwas Wertvolles, was wir für diese Reise gebrauchen und benutzen könnten. Und ich habe mir gedacht, Gott würde vielleicht nicht, ich sehe das, was du siehst, mit mir spielen, auch wenn er das könnte, weil er Gott ist und er viel mehr sieht, als ich es sehen kann. Aber würde vielleicht Gott ein anderes Spiel spielen, was ähnlich ist? Ein Spiel vielleicht, der sich ungefähr so anhört. Ich sehe etwas, so wie du es nicht siehst. Ich sehe etwas, so wie du es nicht siehst. Und das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Aus der Perspektive Gottes gesprochen. Und Gott sieht unser Leben, er sieht unsere Herausforderungen, er sieht all das, was uns beschäftigt, in uns und um uns herum. Und er sieht diese Dinge aber ganz anders, wie wir sie ganz oft sehen. Warum ist es so? Weil Gott so viel größer ist als wir und unser Blick, unsere Perspektive so eingeschränkt ist, dass wir oftmals die Dinge nicht so erkennen und sehen können, wie Gott sie sieht. Was wäre denn das Wertvolle durch das Spiel, was Gott uns geben möchte? Das Wertvolle, was Gott uns geben möchte auf dieser Reise des Lebens, lautet Paradigma. Sag mal alle Paradigma. Jemand zum ersten Mal, der das Wort hört?
Zum zweiten Mal, okay, gut. Okay. Ich sehe etwas, so wie du es nicht siehst, und ich möchte dir etwas Wertvolles fürs Leben mitgeben. Und das Wertvolle, was ich dir geben möchte, sagt Gott, ist Paradigma. Okay, was ist Paradigma? Paradigma ist ursprünglich ein griechisches Wort und bedeutet im Grunde genommen Modell, Theorie, Annahme oder Wahrnehmung. Okay? Und der berühmte, einflussreiche Autor Stephen Covey sagt Folgendes dazu. Er lehrt nämlich Paradigma und beziehungsweise Paradigmenwechsel und er sagt Folgendes dazu. Ein Paradigma beschreibt im Grunde genommen nichts anderes als, wie wir Menschen die Welt, uns selbst und alles, was um uns herum passiert, betrachten, bewerten oder interpretieren. Ein Paradigma ist unser Weltbild, was wir Menschen haben und ist geprägt von unseren Erlebnissen, unseren Erfahrungen und unseren Werten. Bedeutet, Gott möchte uns etwas Wertvolles auf diesem Weg mitgeben, was sich Leben nennt. Und das ist ein Paradigma, was er uns geben möchte. Aber wir haben bereits alle ein Paradigma. Wir haben bereits alle Erfahrungen und Werte, mit der Brille wir dieser Welt, andere Menschen und uns selber betrachten. Und jetzt sagt Gott, hey, ich möchte dir mein Paradigma, meine Brille, meine Sicht dieser Welt, meine Sicht dir geben, so wie du dich und andere betrachten und sehen kannst. Ich möchte dir mein Paradigma geben. Okay, um das Wort Paradigma eben einfacher zu erklären oder schneller klarer zu machen, möchte ich ein Beispiel geben, okay? Ich suche mir mal einen Freiwilligen aus, jemand da, der freiwillig ist. Okay, ich habe dich jetzt gesehen, ich komme mal kurz zu dir. Wie ist denn dein Name, dass du ganz kurz bekannt machst hier in der Gemeinde? Johannes. Johannes, okay. Nachnamen lassen wir mal weg, wegen Datenschutzgründen, ja. Johannes, schön, dass du da bist. Nehmen wir mal an, du bist zum ersten Mal hier in Nürnberg und du möchtest in die Emanuel-Gemeinde, weil du von der Emanuel-Gemeinde mal gehört hast. Und zufälligerweise hast du auch gehört, dass ich heute predige, also wolltest du unbedingt herkommen, ja. Nee. Johannes ist zum ersten Mal hier in Nürnberg und er versucht, in die Emanuel-Gemeinde zu kommen. Und was macht er? Er besorgt sich eine Karte und auf dieser Karte steht Nürnberg drauf. Das Problem mit der Karte ist, obwohl da Nürnberg drauf steht, ist es nicht die Karte von Nürnberg, sondern von München. Was ist ein Paradigma? Ein Paradigma ist eine mentale Landkarte, die wir haben, wie wir Dinge betrachten und sehen. Und jetzt kommt Johannes und nimmt diese Karte, worauf Nürnberg steht, ist aber von München und du machst dich auf dem Weg und du gibst total Gas, weil du unbedingt rechtzeitig zum Gottesdienst kommen möchtest. Würdest du ans Ziel kommen? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Warum nicht? Weil es München ist. Und vielleicht hat München auch eine Bernhardstraße, aber es ist kein Gebäude, das passt. Du würdest vielleicht in die Bernhardstraße 12 kommen, aber es würde vermutlich nicht die Emanuel-Gemeinde sein, wo du hinkommen möchtest. Warum? Weil die Karte, die er benutzt, weil sein Paradigma, seine mentale Landkarte, die er hat, nicht dafür da ist, um dieses Ziel, was er hat, zu erreichen. Okay, und jetzt bist du so verzweifelt und du rufst deine geliebte Frau an. Und sagst, hey Schatz, ich bin auf dem Weg, ich möchte unbedingt in die Gemeinde, ich schaff's nicht pünktlich, kannst du mir da weiterhelfen? Und sie gibt dir einen sehr wertvollen Tipp und sie sagt, ey, dann bemühe dich doch, gib Gas, dann wirst du es schon irgendwie schaffen, würdest du es schaffen? Also wenn sie sagt, siehst du das Olympiastadion, dann wird sie sagen, du wirst es nicht mehr schaffen. Das bedeutet, du würdest es rechtzeitig nicht schaffen, weil deine Karte nach wie vor nicht korrekt ist, obwohl Nürnberg draufsteht. Bedeutet, du würdest Gas geben, aber noch schneller ankommen an einem falschen Ort. Und jetzt rufst du sie nochmal an und sagst, ey, ich habe Gas gegeben, ich bin in der Bernhardstraße 12, aber das ist nicht da, wo ich hinkommen möchte. Kannst du mir da nicht irgendwie weiterhelfen? Und sie sagt, ey Johannes, weißt du was, ich glaube an dich und bleib positiv. Wo würdest du dann landen? Frag nochmal. Das war zu viel, ne? Deine Frau sagt dir, Johannes, gib nicht so leicht auf, ich glaube an dich, bleib positiv und irgendwie wirst du schon da ankommen. Würdest du da dein Ziel erreichen? Ich glaube, ich wäre immer noch in München. Du wärst immer noch in München. Warum? Weil du vermutlich eine falsche Karte benutzt. Genau, vielen Dank für Johannes. Paradigma ist eine mentale Karte, die jeder von uns hat und die Karte, die Nürnberg-Karte ist nicht Nürnberg, aber sie zeichnet, interpretiert, wie Nürnberg zu sein scheint und du kannst dich danach orientieren. Aber
je ferner die Karte von der Realität entfernt ist, desto schlechter stehen deine Chancen, überhaupt das Ziel zu erreichen. Deswegen sind Paradigmen so wichtig, dass wir die Welt, so wie sie ist, nicht nur mit unserer Brille sehen, sondern dass wir die Realität, die Wahrheit erkennen. Bedeutet die Richtigkeit, die Genauigkeit deiner mentalen Landkarte ist entscheidender als deine Bemühungen oder als deine positive Einstellungen. Du kannst der glücklichste Mensch sein und immer positiv sein, aber es würde die Tatsache nicht ändern, dass du trotzdem verloren bist. Und das ist leider die Realität. Bedeutet, wir brauchen eine realitätsnahe Karte, die uns wirklich das Ziel verspricht. Und auf einmal, wenn wir diese richtige Karte haben, machen unsere Bemühungen, unsere Einstellungen total Sinn. Und dann kannst du Gas geben und du würdest ans Ziel kommen, schneller als davor. Hoffentlich wirst du nicht dabei geblitzt werden, aber du würdest da ankommen. Deine positive Einstellung würde auf einmal total Sinn machen, weil deine mentale Landkarte, weil dein Paradigma näher an der Wahrheit dran ist und keine Überschrift, die nur Nürnberg trägt, aber eine andere Karte ist. Gott sieht die Welt nicht so, wie wir sie sehen, sondern er sieht sie ganz anders, als wir sie sehen. Warum? Weil er das Ganze geschaffen und gemacht hat und er weiß ganz genau, wie die Dinge funktionieren und wie diese Dinge laufen. Und unser Leben ist manchmal so oft schwer und so träge, weil wir eine andere Karte benutzen als das, was uns das Ziel oder Erfolg verspricht. Ein Beispiel dafür. Du möchtest abnehmen. Ganz simpel. Und jetzt kommt der liebe Bruder, die liebe Schwester zu dir und sagt, hey, du möchtest abnehmen, dann habe ich einen ganz wertvollen Tipp für dich. Wie wär's, wenn du betest dafür? Machst du, vielleicht hilft es nicht weiter. Dann kommt die Person nochmal und sagt, ey, kann es sein, dass du vielleicht nicht gefastet hast dafür? Durchs Fasten kannst du auch irgendwie Gewicht verlieren, aber es wäre nur eine kurzfristige Sache, weil dafür müsstest du ewig fasten. Und es bringt dir nicht weiter. Und jetzt sagt die Schwester, der Bruder zu dir, diene doch mehr in der Gemeinde, vielleicht wirst du dadurch mehr abnehmen. Und all diese Tipps, die so fromm scheinen, hören sich so richtig und so gut an, aber es ist nicht die Karte, wie du zum Abnehmen kommst. Weil zum Abnehmen gibt es eine simple Karte und diese Karte ist, hey, komm auf dein Kaloriendefizit, iss weniger als was du essen solltest oder was du verbrauchst, dann wirst du mit der Zeit abnehmen. Ganz simpel ist es. Das bedeutet, so geistlich es auch sein mag, so fromm es auch sein mag, dein Gebet, dein Fasten und dein Dienen wird vermutlich nicht dazu beitragen, dass du abnehmen kannst. Vielleicht wirst du dadurch neue Offenbarung gewinnen, vielleicht sagt der Heilige Geist zu dir, ey, wie wär's mit weniger Essen und du wirst vielleicht dadurch abnehmen. Aber die eigentliche Karte ist dafür, dass du etwas weniger isst, als du normalerweise isst. Und genau in dieser Situation hat sich nämlich Hiob befunden. Hiob war ein Mann, heißt es, von dem wir wissen, dass er sehr wohlhabend war, sehr gesegnet war. Und es passiert, dass er all das, was er hatte, verloren hatte. Sein ganzes Reichtum, seine ganzen 10 Kinder hat er verloren. Und jetzt kommen drei Freunde zu ihm und geben ihm lauter fromme Ratschläge, die ihm nicht weiterhelfen. Was sind das für Ratschläge, die die Freunde ihm gegeben haben? Er hatte drei Freunde. Freund Nummer 1 kommt zu Hiob und sagt, ey Hiob, der Grund, warum du so viel Schmerz und Leid erlebst, ist vermutlich deswegen, weil du gesündigt hast und du sollst Buße tun. Und Hiob, von ihm lesen wir, dass er ein gerechter Mann war und er nicht gesündigt hatte. So erzählt der Autor des Buches über ihn. Und selbst Gott bestätigt es und Gott sagt, Hiob ist ein Gerechter, er ist tadellos und er hat nicht gesündigt. Aber sein erster Freund kommt zu ihm und sagt, tu doch Buße und dann wirst du vielleicht aus deinem Leid entkommen. Etwas, was relativ sich geistlich anhört, oder? Etwas, was sich sehr fromm anhört und was auch relativ sich richtig anhört. Und trotzdem hat es dem Hiob nicht geholfen. Warum? Weil die Karte nicht der Wahrheit oder der Realität entspricht, was eigentlich Hiob gerade durchmacht. Jetzt kommt der zweite Freund und er sagt, Hiob, ich glaube, du hast nicht nur gesündigt, sondern du musst Buße tun, so wie der erste Freund jetzt gesagt hat, aber du solltest auch noch das, was du verbrochen hast, in Ordnung bringen. Er legt nochmal eine Schippe drauf und er sagt, bring das doch
in Ordnung, was du verbockt hast. Ebenfalls sehr geistig, sehr fromm und dennoch nicht weiterführend für Hiob. Und jetzt kommt der dritte Freund und sagt zu Hiob, Hiob, er war der Superholy von den drei, er hat dann gesagt, Hiob, sei froh, dass du nur das erlebt hast. Zu dem Zeitpunkt hatte Hiob bereits 10 Kinder verloren, sein ganzes Reichtum verloren und er hat eine Hautkrankheit bekommen, den Kopf komplett sich abrasiert und er war total am Boden und er hat zu ihm gesagt, sei froh, dass du nur das erlebt hast, weil das, was du getan hast, eigentlich solltest du noch mehr Leid und noch mehr Schmerz empfinden. Und es ist noch viel zu wenig. Und Hiob, der am Anfang, der zu Beginn noch gesagt hatte im Hiob 1, 21, das, was wir auch heute Morgen gesungen haben, spricht er zu Gott und er sagt, nackt bin ich durch meine Mutter auf die Welt gekommen und nackt werde ich diese Welt verlassen. Du hast mir gegeben und du nimmst, gepriesen sei der Herr. Das ist das, was Hiob in Hiob 1, 21 sagt. Nicht in Benny 1,21, was er heute gesungen hat. In Hiob 1,21 sagt er, ich bin nackt gekommen, ich gehe wieder nackt und du hast mir gegeben, du hast mir genommen. Was für eine schöne Ansicht, das Leben so zu betrachten, wie Hiob es getan hat, oder? Er hat all das Ganze verloren, was er hatte, all den ganzen Schmerz und all das ganze Leid erfahren und er sagt folgendes, Gott, ich habe all diese Dinge überhaupt erst gehabt, weil du sie mir gegeben hast und jetzt nimmst du mir wieder. Du bist gerecht. Und jetzt kommen seine drei Freunde, sie teilen sogar sein Leid mit ihm, heißt es. 7 Tage verbringen sie mit dem Freund, und also mit Hiob, die drei Freunde, zerreißen ebenfalls wie Hiob ihre Kleider, wälzen sich am Boden und beschmeißen sich mit Asche, um ihren Schmerz, um ihren Leid auszudrücken. Und nach dem 7. Tag fangen sie an, ganze 30 Kapitel mit ihm zu diskutieren, was Hiob für Sünde begangen haben könnte, warum er das Ganze, dies und das erlebt. Und Hiob beginnt auf einmal zu zweifeln. Die Sicht, die Art und Weise, wie er das Ganze betrachtet, kommt auf einmal ins Schwanken und Hiob, sein Bild ist am Zerreißen. Welches Bild hat denn Hiob? Hiob sagt, ich bin gerecht, Gott regiert gerecht, und deswegen ist mein Leid, was ich erlebe, das Resultat davon, dass entweder Gott nicht gerecht ist oder dass Gott nicht gerecht regiert. Er war anfangs noch im Glauben, dass Gott im Recht ist, dass Gott gut ist. Und auch als er das ausgesprochen hatte, tief in seinem Herzen heißt es, hat er nach wie vor geglaubt, dass Gott gerecht ist. Aber er hatte diesen Moment des Zweifels. Man kann ihm nicht übel nehmen, das, was er erlebt hatte, ja, verständlich. Seine drei Freunde haben, anders als Hiob, ein Paradigma, was sich sehr unterscheidet von Hiob. Sie sagen, Gott ist gerecht, deswegen regiert er gerecht. Und weil er gerecht regiert, bekommen die Menschen, die Gutes und gerecht sind, die Gutes tun und gerecht sind, Segen. Und die Menschen, die ungerecht sind, und nicht Gutes tun, werden mit Leid und Schmerz bestraft. Die Frage ist, welche der beiden Paradigmen entspricht mehr der Wahrheit oder der Realität? Hiob sagt, ich bin gerecht, ich weiß, dass ich nicht gesündigt habe. Und Gott selbst sagt über Hiob das. Demnach kann eigentlich nur das lauten, dass Gott nicht immer gerecht regiert. Er stellt sich so ein bisschen über Gott, was Gerechtigkeit betrifft, weil er total tadellos und gerecht war. Und die Freunde hingegen sagen, okay, das muss nur das bedeuten, dass Hiob derjenige ist, der sündig war. Gott würde das niemals tun. Welcher der beiden Paradigmen ist genauer? Das ist die Frage. Und ganze 30 Kapitel diskutieren sie miteinander und am Ende vom Buch Hiob bekommen wir keine genaue Antwort, warum Hiob tatsächlich Leid und Schmerz so viel erfahren musste. Wir erfahren es nicht. Und nachdem die drei Freunde über 30 Kapiteln hin und her diskutieren mit Hiob, sagt Hiob, ey Gott, jetzt wird es Zeit, dass du dich meldest und du sollst sprechen und du sollst reden. Und Gott kommt in einem mächtigen Sturm, heißt es, und er veroffenbart sich Hiob und nimmt Hiob auf eine virtuelle Reise mit und zeigt ihm, wie er diese Erde geschaffen hatte. Gott zeigt Hiob, wie er diese Erde geschaffen hatte und stellt ihm lauter Fragen, die Hiob nicht beantworten konnte. Er sagt, Hiob,
Schau dir mal an, wo warst du, als ich die Erde geschaffen hatte, all das Ganze bemessen habe, bestimmt habe, wann die Sonne aufgehen soll und untergehen soll, wie die Tiere hier sich weiter multiplizieren und so weiter. Wie funktioniert das? Oder warst du schon in den Tiefen des Meeres? Erklär mir all diese ganzen Dinge. Und Hiob konnte auf all diese Fragen nicht antworten. Und was Gott eigentlich damit klarstellt, ist, ey, ich bin viel größer als du, Hiob. Und wie kann es sein, dass du deine Gerechtigkeit mit meiner Gerechtigkeit vergleichst, weil ich habe den Blick, ich sehe die ganzen Details auf dieser Erde und nichts davon geschieht, ohne dass ich es festgelegt habe, gemessen habe und bestimmt habe, und du stellst dir die Frage, ob ich gerecht bin oder nicht. Und Hiob wird bewusst, dass die Art und Weise, wie er seine Situation und Gott sieht, komplett falsch ist. Und wir lesen, dass er demütig vor Gott kommt und er Folgendes sagt. Er entschuldigt sich bei Gott und er dankt Gott und preist Gott, lesen wir. Und in dieser Geschichte, ich denke, viele von uns kennen diese Geschichte, geht eine Person ganz oft unter, und das ist die vierte Person, von der wir lesen in dieser Geschichte. Und sein Name lautet Elihu. Elihu war nicht wie die drei Freunde von Hiob, vermutlich ein Freund von Hiob, aber Elihu war ein Außenstehender, der das Ganze beobachtet hatte, wie Hiob und seine drei Freunde miteinander diskutiert haben. Und jetzt kommt Elihu und er ist viel jünger, heißt es vom Alter her, als die drei Freunde von Hiob und Hiob selbst. Vermutlich der Grund, warum er sich erstmal enthalten hatte und nichts dazu gesagt hatte. Und nachdem aber alle Beteiligten, die an der Diskussion beteiligt sind, aufgehört hatten zu reden, bringt Elihu sich ins Spiel und er sagt, ey, ich habe mir das Ganze angehört, was ihr gesagt habt. Und jetzt bin ich an der Reihe. Gott hat mir die Offenbarung gegeben. Gott hat mir Erkenntnis gegeben, warum das Ganze passiert. Gott selbst antwortet nicht, warum Hiob Leid und Schmerz erlebt, aber durch Elihu bekommt Hiob mehr oder weniger eine Antwort, eine, sagen wir mal, indirekte Antwort, warum er das durchlebt, was er gerade durchlebt. Und Elihu kommt und sagt Folgendes: Ich habe die Offenbarung und Erkenntnis von Gott bekommen. Gott ist so viel größer als wir Menschen. Und wer bist du, Hiob, dass du den Fokus nur auf dich legst, dass du so gerecht bist? Dabei ist doch Gott derjenige, der gerecht ist. Und seine Gerechtigkeit ist viel größer und viel komplizierter, als du zu glauben weißt. Und ich sage dir Folgendes: Gott ist gerecht, er regiert gerecht, und dennoch, und das ist sein Paradigma, seine Art und Weise, durch die Offenbarung und Erkenntnis Gottes, wie er die Situation und die Welt betrachtet und Gott erkennt und sieht, ja. Er sagt, Gott ist gerecht, er regiert gerecht, aber dennoch passiert es, dass die Ungerechten Wohlstand erleben. Und dennoch passiert es, dass die Gerechten oftmals Schmerz und Leid erfahren. So ist es eben. Warum ist es so? Weil die Welt, wie Gott sie geschaffen hat, ist gut. Gott sagt selber in der Schöpfungsgeschichte, er hat dies und jenes geschaffen und er sagt, es ist gut. Die Welt ist gut, aber nicht perfekt. Die Welt ist schön, aber total gefährlich auf der anderen Seite. Die Welt ist in seiner Ordnung da, aber auf der anderen Seite sehr wild, und es ist irgendwie eine Gleichgewicht da, die wir nicht verstehen können. Aber eine Sache, lass es dir gesagt sein. Du kannst noch so gerecht sein und dennoch erlebst du Schmerz und Leid, nicht weil du irgendwie gesündigt hast, das hat er auch kritisiert an den drei Freunden, dass sie den Hiob irgendwelche Sünden untergejubelt haben, was er eigentlich nicht begangen hatte. Er hat gesagt, wie kann es sein, dass ihr weisen Männer Hiob Sünden andreht, die er nicht getan hatte? Und auf der anderen Seite, Hiob, wie kann es sein, dass du nicht weißt, dass Gott eigentlich gerecht ist? Weißt du was? So funktioniert Gott und die Welt. Gott ist gerecht, er regiert gerecht, und dennoch passieren Leid und Schmerzen aus dem folgenden Grund. Und der Grund, warum Leid und Schmerz passiert, und vielleicht stellst du dir auch die Frage, warum gehe ich durch mein Leben so durch, warum muss ich das erleben, warum ist es nicht derjenige, der das erlebt, warum wurde ich verarscht, warum wurde ich missbraucht, warum all diese Dinge, ich will es nicht kleinreden, es sind schlimme Dinge, die passieren. Auf der anderen Seite machen wir auch schlimme Dinge, ja, die bewusst und unbewusst. Und für all diese Dinge gibt es einen Grund. Und Elihu sagt zu Hiob, der Grund, warum selbst ein gerechter Mensch Schmerz und Leid erfährt, ist, weil Gott durch Schmerz und Leid seine Kinder erzieht.
Leid und Schmerz ist oftmals das Werkzeug, wie Gott den Charakter eines Menschen formt und bildet. Hiob, du hast dich für so gerecht empfunden und Gott möchte durch das Leid und durch die Schmerzen, die du erfährst, zeigen, dass seine Größe und dass seine Gerechtigkeit viel größer ist als das Kleine, was du sehen kannst. Dein Weltbild ist so klein und so reduziert auf dich selber, aber Gott sieht das Ganze und er tut und lässt oftmals Schmerz und Leid zu, weil er uns was beibringen möchte damit, weil er uns etwas Wertvolles mitgeben möchte. Oder auf der anderen Seite, weil er uns warnen möchte auf das Zukünftige, was geschehen oder passieren könnte. Und aufgrund dieser Warnung geschehen Leid und Schmerz im Leben eines Menschen auf dieser Erde, damit wir vorgewarnt sind, wenn wir ein gottloses Leben führen, wie das Leben aussehen könnte. Das ist die Antwort, die Elihu Hiob und seinen drei Freunden gibt. Und interessant wird es, wenn wir uns den Namen Elihu angucken. Der Name Elihu bedeutet, er ist mein Gott. Der Name Elihu bedeutet, er ist mein Gott. Wenn Elihu spricht, dann wirkt es nicht nur, als ob er eine Ahnung und eine genaue Vorstellung davon hätte, wer Gott ist, wie Gott regiert und was Gott ausmacht, sondern sein Name sagt schon aus, dass diese Connection und dass er diese Offenbarung von Gott hat. Elihu bedeutet, er ist mein Gott. Und jetzt nehmen wir mal die drei verschiedenen Weltanschauungen, die drei verschiedenen Paradigmen dieser drei Personengruppe. Hiob, seine drei Freunde und Elihu. Welcher dieser drei Freunde hat ein Paradigma, was näher an der Realität, näher an der Wahrheit ist? Was haben wir vorhin gehört? Die Genauigkeit deiner mentalen Landkarte bestimmt darüber, ob du das Ziel erreichen wirst und ob du Erfolg haben wirst auf deiner Reise. Das ist die Voraussetzung. Und erst dann, wenn die Genauigkeit stimmt, werden deine Bemühungen und deine Einstellung auf einmal ganz wichtig und effektiv. Von diesen drei Paradigmen ist die Art und Weise, wie Elihu Gott und die Welt versteht, am nächsten zur Realität und zur Wahrheit. Wenn wir jetzt Elihus Paradigma uns nehmen und woanders übertragen, dann sehen wir, dass es wirklich so ist, wie Gott die Welt versteht und sieht. Josef ist so ein Beispiel. Josef war 17 Jahre alt, als er von seinen anderen Brüdern verkauft wurde. Josef hatte nämlich eine Vision bekommen von Gott im Traum und er sollte ein mächtiger Herrscher werden. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, weil Jakob, der Bruder, der Vater Josefs, Josef am meisten lieb hatte. Okay, sie waren eifersüchtig auf ihn und was haben sie gemacht? Sie wollten ihn erst umbringen, haben es nicht übers Herz bekommen und haben ihn letztendlich verkauft und Josef ist nach Ägypten gekommen. Er hat jahrelang Sklaverei erlebt und war in Gefangenschaft, hat hier und da gedient und er ist dann auch später ins Gefängnis gekommen. Aus dem Gefängnis raus, er hatte Up und Downs immer wieder gehabt und schließlich ist die Vision erfüllt worden, was Gott ihm einst als jungen Kerl gegeben hatte. Er ist der zweitwichtigste Mann im ganzen Land in Ägypten und die Brüder, die noch in Israel sind, kommen eines Tages nach Ägypten. Warum? Weil in Israel zu dem Zeitpunkt bereits ein Hungersnot ausgebrochen ist, wie an so vielen Orten auf dieser Welt. Ja? Und dann kommen die 12 Brüder, zu Josef und sie erkennen erstmal Josef nicht. Es sind viele Jahre vergangen, sie haben fest damit gerechnet, dass Josef gestorben ist und jetzt sehen sie Josef und erkennen ihn nicht. Und Josef sagt auch nicht ihnen, dass er ihr Bruder ist. Josef hat aber allerdings direkt seine Brüder erkannt. Und als er die Brüder zurückgeschickt hatte, um zu überprüfen, ob der Papa noch lebt, also ob noch Jakob lebt und sie zum zweiten Mal kommen sollten, offenbarte sich Josef seinen Brüdern, dass er der Bruder ist, den sie verkauft haben. Und daraufhin haben die Brüder wirklich Reue gezeigt und waren in Tränen ausgebrochen, genau wie Josef selber. Und Josef sagt, ey, macht euch keine Sorgen, ich bin mittlerweile ein mächtiger Mann. Und das, was ihr getan habt, dafür würde ich nicht
euer Leben nehmen. Habt keine Angst vor mir. Weil die Brüder hatten total Angst, dass Josef ihnen heimzahlen könnte, was sie ihm angetan haben. Und Josef sagt etwas, was, glaube ich, die meisten von uns nicht sagen würden. Was sagt er denn? Er sagt nicht, ihr habt mich gekauft, wegen euch habe ich all diese schlimmen Dinge erlebt, was eigentlich der Wahrheit und der Realität entsprechen würde, oder? Die Brüder haben es getan, er hat schlimme Dinge erlebt und er sagt nicht, ihr habt es getan, sondern Gott war es, der mich vorausgeschickt hatte. Er sieht nicht seine Situation und sein Leben mit der Brille, mit der Realität, so wie diese Welt es betrachten, bewerten oder interpretieren würde. Er interpretiert sie mit dem Verständnis Gottes und er sagt nicht ihr habt mich verkauft, sondern Gott war derjenige, der mich voraus nach Ägypten gesendet hatte, damit ich euch und so viele andere Menschen rette. Wie schön ist es, die Welt so zu betrachten, wie einfach ist es, wie einfach wird unser Leben, wenn wir die Brille Gottes nehmen und unser Leben so begreifen und verstehen würden, so wie Gott es tut. Ich sage nicht, dass was Josef erlebt hatte, irgendwie Kindergarten war oder was Hiob erlebt hatte. Ich sage bloß, wir würden damit ganz anders umgehen, weil unser Verständnis, unser Bild, unsere mentale Karte mehr an der Realität Gottes dran ist, als das, was wir durch unsere Erfahrung und unsere Werte gelegt bekommen haben. Gott möchte dir auf dieser Reise des Lebens etwas Wertvolles mitgeben und es ist sein Paradigma, seine Art und Weise, die Welt zu betrachten und das Leben zu betrachten. Jesus war es doch eigentlich, der so Ähnliches gesagt hat wie Josef, oder? Er sagt nicht, sie haben mein Leben genommen, sondern ich bin es derjenige, der sein Leben freiwillig gibt. Jesus hat die Welt, Gott, so verstanden, wie Gott verstanden werden möchte, und zwar wahrheitstreu und realitätsnah. Und Jesus sagt nicht, sie haben mir das Leben weggenommen, sondern ich habe mein Leben hergegeben. Und trotzdem hing er am Kreuz, ja. Die Welt so zu betrachten, wie Gott sie sieht, die Welt so zu interpretieren, trotz all dem, was wir erlebt haben, ist das, was uns frei macht und ist das, was das Leben einen Sinn und eine Bedeutung gibt. Es passiert auf dieser Welt Schlimmes. Wir selber tun schlimme Dinge. Wir selber erleben Leid und Schmerz in diesem Leben. Vielleicht hast du eine wichtige Person in deinem Leben verloren. Und es ist eine sehr traurige und schlimme Sache. Aber auch da hat Gott seinen Plan und seine Vorstellung, wie du das Ganze interpretieren kannst. Vielleicht wurdest du auf der Arbeit versprochen, dass du eine Beförderung bekommst und du bekommst es nicht und du hast dich so aufgeopfert, weil du fest im Glauben warst, dass du diese Stelle, diese Beförderung bekommen würdest und es passiert nicht. Und Gott sagt, hey, hör auf, das so zu betrachten, so zu interpretieren, so wie du das noch kennst aus deiner Erfahrung, aus deinen Werten oder so wie diese Welt dir es vorschreibt, sondern versuche es in meiner Perspektive, mit meiner Brille, mit meinem Paradigma das Ganze zu betrachten. Und dann wirst du den Sinn und den Zweck deines Lebens mehr begreifen und verstehen. Ich möchte zum Schluss ganz kurz eine Geschichte erzählen, was ich selber erlebt hatte. Ich habe in meiner vorherigen Predigt, war es glaube ich, erwähnt, dass ich als Postzusteller mal gearbeitet hatte. Was ursprünglich geplant war, dass ich für eine kurze Zeit machen würde, hat sich dann über zweieinhalb Jahre gezogen und ich war zweieinhalb Jahre lang als Postzusteller zuständig. Und als ich da angefangen hatte, hat ebenfalls der Dienstregler mit mir angefangen. Und der Dienstregler, der mit mir angefangen hatte, war verständnisvollerweise, weil es auch sehr komplex ist, es gibt so viele Bezirke, Nürnberg ist viel größer, als ich zumindest dachte. Ja. Und er hatte eine sehr schwierige Aufgabe, eben die Dienste der Postzusteller zu planen. Und er hatte mit mir zusammen angefangen und er hat mich überall hingeschickt, wo Bedarf war. Und es ist eigentlich so, dass wenn du als Postzusteller arbeitest, dass du einen festen Bezirk hast oder dass du einen Bezirk hast, wo du als Vertretung da bist. Oder der Vertreter vom Stützpunkt hat maximal 5 Bezirke. Und jetzt bin ich als Neuling und ich hatte in den über zweieinhalb Jahren dann um die 35 bis 40 Bezirke, die ich dann gemacht habe. Und viele meiner Mitkollegen, Mitarbeiter haben zu mir gesagt, ey, das ist so unfair,
weil wir sind schon seit 15, seit 20 Jahren da und wir haben vielleicht 4, 5, 6, 7, lass es 8 Bezirke sein, die wir mal gemacht haben, aber wir haben einen bestimmten Bezirk, den wir dann befahren und wo wir die Post zustellen. Du musst unbedingt dem Dienstregler was sagen, dass er das nicht mit dir anstellen soll. Weil als ich angefangen hatte, war das so, ich habe früh angefangen, da war die Sonne noch nicht aufgegangen. Dann habe ich den ganzen Tag gearbeitet und weil ich noch neu war und den Bezirk nicht kannte, ist es schon wieder dunkel geworden im Winter. Ja? Also gefühlt war der Arbeitstag 2 Arbeitstage lang, weil es zweimal dunkel war so. Und sie haben dann gesagt, hey, lass dich nicht veräppeln, geh zu ihm hin und sag, dass du dich nicht ausnutzen lassen möchtest und dass du deinen festen Bezirk haben möchtest. Und das hat sich alles so schön und so richtig angefühlt und ich hatte auch irgendwann tatsächlich keine Lust mehr, ständig in ein fremdes Bezirk zu landen, meine Arbeit zu machen oder den Bezirk, wo der Kollege vorher abgebrochen hatte, aufzuräumen. Ja, es ist nicht schön, weil es jeden Tag wie eine neue Arbeit sich angefühlt hatte. Ja. Und dann, in der Zeit, wo ich gearbeitet hatte, habe ich Folgendes immer gemacht. Ich habe immer dafür gebetet, wenn ich an den Häusern vorbeigegangen bin und eben die Post zugestellt habe, dass ich immer die Tür gesegnet habe. Ich habe immer gebetet, die Tür, wo ich hindurchlaufe, Jesus, es soll ein Symbol sein, wo du hindurchläufst. Die Briefkästen, wo ich hier Nachrichten und Briefe hinterlasse, sollen ein Symbol dafür sein, dass in ihrem Leben die beste Botschaft hineinkommen wird. Es muss nicht durch mich sein, aber ich möchte sie segnen. Die Strecke, die ich befahre, soll symbolisch ein Betreten deiner selbst sein. Deine Fußstapfen sollen hier hinterlegt werden, die Strecke, die ich fahre. Und es war eigentlich so mein normales, regelmäßiges Gebet gewesen. Und jetzt kommen die Arbeitskollegen, meinen es gut mit mir, sind lieb zu mir und sagen, hey, lass dich nicht irgendwie ausnutzen. Mach das nicht, weil das ist total unfair. Und ich habe wirklich so, wer möchte sich eigentlich ausnutzen lassen? Niemand von uns, oder? Und jetzt spricht Gott und sagt, hey, weißt du was? Erstens weißt du nicht, ob der Dienstregler dich ausnutzt. Vielleicht ist er einfach nur überfordert. Zweitens, selbst wenn er dich ausnutzt, interpretier doch nicht so, wie andere das interpretieren würden, dass du dich ausgenutzt fühlst. Wie wäre es, wenn du es so interpretierst, wie ich es interpretiere? Und ich sage Gott, wie siehst du denn das Ganze? Wie ist denn dein Paradigma zu der ganzen Sache? Gott sagt, du wirst nicht ausgenutzt, sondern ich setze dich frei, um zu segnen. Egal, was der Dienstregler mit mir getan hatte, 2,5 Jahre lang, war es kein Ausnutzen mehr, sondern es war ein Freisetzen des Segens. Weil jede Strecke, die ich hingelegt habe, war einfach nur das Zeichen dafür, dass das Territorium Gottes mehr Raum eingenommen hatte. Jeder Briefkasten, den ich mehr machen musste und neu machen musste, war einfach eine Freisetzung von der Botschaft Gottes, die in das Haus und in das Leben dieser Person hineinkommen sollte. Wenn du all das Ganze siehst, würdest du immer noch sagen, dass du ausgenutzt wirst? Nein. Logischerweise nicht, oder? Warum? Weil es viel größer ist, so wie Gott die Sache versteht und sieht, als das, was ich mit meinem bloßen Auge erkenne und sehe. Welches Spiel würde Gott mit uns spielen, wenn er sagt, ich möchte dich auf diese Reise des Lebens mitnehmen? Wie wäre es, wenn wir das Spiel spielen, ich sehe etwas in deinem Leben, so wie du es nicht siehst? Ich sehe nicht ein Ausnutzen, sondern ich sehe ein Freisetzen von Segen. Ich sehe es, dass du als Kind missbraucht wurdest und es ist super traurig. Aber ich sehe auch, dass du vorbereitet worden bist für so viele, die etwas Ähnliches erlebt haben, die ihre Stimme nicht erheben konnten, die verbittert sind und nicht mehr vergeben konnten für diese Person. Damit du diese Person sein kannst, habe ich dich ausgesucht und dich ausgerüstet. Ich sehe, dass du durchgefallen bist in deiner Prüfung, aber das ist nicht das Ende. Kompetenz kommt nicht durch einen Notenschnitt, durch einen Abschluss, sondern Kompetenz kommt dadurch, dass du etwas sehr, sehr gut kannst. Und ich kann dir beibringen, ich mache das. Übrigens, mach bitte euren Abschluss. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, dass es nicht wichtig ist. Ich sage, dass Gott die Dinge, die wir oftmals sehen und so wie wir sie interpretieren, ganz anders sieht und interpretiert. Und das ist die einfache Message der heutigen Predigt. Gott sieht deinen Schmerz und dein Leid
und er sieht nicht das Ende, sondern er sieht eine größere Bedeutung. Die Frage ist, ob du sie ebenfalls sehen kannst. Wenn nicht, dann ist es kein Problem. Gott möchte dir sein Paradigma zeigen. Er möchte dir seine Veranschaulichung dieser Welt und wie er dich als Person sieht. Er möchte dir davon erzählen und sagen, dass das Leben so viel mehr zu bieten hat, als das, was du jetzt gerade erkennen und sehen kannst. Und angefangen, so die Dinge zu sehen, wie er sie sieht, macht es uns einfach, das Leben ganz anders anzugehen. Zum Abschluss, Matthäus Evangelium, was sagt Jesus? Die, die müde und beladen sind, kommt zu mir. Ich bin demütig vom Herzen und von mir sollt ihr lernen, denn mein Joch ist leicht, sagt Jesus. Übrigens, die Last, die Jesus zu tragen hatte, war nicht leicht. Es war die schwerste Last, was die Menschheit jemals hätte tragen können und kein Mensch außer Jesus konnte es tun. Und Jesus sagt dennoch dazu, mein Joch ist leicht. Wie kann es sein? Könnte es sein, dass Jesus so sehr die Wahrheit kennt, dass er selber die Wahrheit ist, dass er ganz genau weiß, wie Gott diese Dinge sieht und wie Gott diese Dinge interpretiert und versteht? Und er deswegen sagt, obwohl er die schwerste Last zu tragen hat, kommt und folge mir nach, lern von mir. Ich bin demütig, weil mein Joch ist leicht. Und egal, wo du gerade hindurchgehst, wie schwer es auch sein mag, deine Last wird nicht eine andere Last sein. Aber die Art und Weise, wie du diese Last trägst, wird anders sein. Wenn ich mein Baby im Arm halte, fühlen sich manchmal 10 Minuten an wie 2 Stunden. Die Eltern kennen es hier. Aber wenn ich mein Kind in die Trage nehme, ich nehme mein Kind dennoch, aber die Kraft, die da weggeht, ist, kommt nicht aus meinen Armen, sondern die Trage nimmt mir so vieles ab, aber die Last, die ich zu tragen habe, ist dieselbe. Und Jesus sagt, hey, lern von mir. Das, was du gerade erlebst, dein Schmerz und dein Leid, ich weiß, die ist nicht einfach, aber ich will es dir einfacher machen, indem du es anders verstehst als zuvor. Und Paradigma ist nicht eine visuelle Wahrnehmung, sondern es ist ein Verstehen und ein Interpretieren, was wahrheitsgemäß und realitätsnah ist. Und er ist unsere Wahrheit und wir wollen die Welt so begreifen, verstehen, so wie er es tut. Lass uns die Augen schließen. Vater, ich danke dir, Herr, dass du so viel größer bist als wir. Dass deine Gerechtigkeit, dass deine Größe und Güte so viel größer und besser ist als alles andere, was wir kennen. Und wir laden dich ein, Herr, das Leben, so wie wir es kennen, anders zu betrachten und zu sehen. Hilf du uns dabei, indem du uns zeigst, wie du diese Dinge siehst, indem du uns deine Perspektive zeigst. Ich danke dir, dass du unser Schmerz, unser Leid siehst und dass du nicht daran vorbeigehst, sondern dass du uns mit all dem, was wir erleben, ob es Positives ist, Negatives ist, dass du uns ausrüsten möchtest für das, was in Zukunft kommt. Josef hatte diese Vision bekommen, aber er musste all das Ganze durchleben, um zugerüstet zu werden, um ready zu werden für das, was Gott für ihn hatte. Gott, wir beten ebenfalls, dass wir uns zurüsten lassen mit all den Dingen, die wir erleben, Herr. Und wir wollen all diese Dinge annehmen, als ob sie von dir wären und so prüfen, als ob es vom Feind wäre. Wir wollen wirklich offen sein und bereit sein, unser Paradigma in Frage zu stellen. All die Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben, all die Werte, die wir haben, wir wollen das Ganze in Frage stellen, Herr, und wollen es vergleichen, Herr, mit deiner Sichtweise auf diese Welt, Herr. Und ich bete, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist. Halleluja. Und ich bete, da wo Schmerz ist, da wo Leid ist, dass da wirklich Heilung hineinkommt. Dass da wirklich Wiederherstellung kommt in Jesu Namen. Und dass die größere Bedeutung, die du für diese Person hast, wirklich offenbarst in deinem Namen. Amen.